Vor mir liegt das wunderschöne Samsung Galaxy S8. Was manche Menschen aber nicht so schön finden, ist das sogenannte TouchWiz, die Benutzeroberfläche von Samsung. Ist auch nicht ganz mein Fall, deswegen habe ich gleich mal den Google Now Launcher darauf gehauen und will euch einfach mal zeigen, wie der so ausschaut. Da ändert sich nichts beim Lockscreen und hier eben gewohnte Google Kalender. Man kann schön durchwischen, die Google-Leiste ist die ganze Zeit da. Den App-Drawer nicht von unten nach oben wischen oder oben nach unten, sondern wirklich noch einen Button, wo man hier dann seine Apps öffnen kann. Bei der Taskleiste und sowas ändert sich nichts. Das ist und bleibt das von Samsung, aber da kann man auch nicht meckern. Das passt, das ist alles sehr schön einstellbar und kann man für sich konfigurieren. Und auch das Nützliche, diese von der Seiten, von dem Seitenbildschirm reinwischen, diese Gesten, kann man aktiviert lassen und finde ich auch, also das ist nützlich und das habe ich mir auch gerne beibehalten. Genau, wenn ihr Fragen habt zu hier Google Now Launcher auf dem Samsung Galaxy S8 oder bei anderen Fragen, einfach in die Kommentare, ich versuche sie dann zu beantworten.